Bei mir ist jetzt eine der Autorinnen des Buches, Theodora Burschak. Herzlich willkommen, Frau Burschak. Zuallererst natürlich die Frage, jetzt wo Sie am Ende Ihres Studiums der Theologie angelangt sind, was hat Sie damals dazu bewogen, dieses Studium aufzunehmen? Also es war eine Entscheidung, die ich lange gefällt habe. Und es war hauptsächlich eben das Interesse am Studium und am Fach auch, welches mich dazu bewogen hat, Theologie zu studieren und auch nach Eichstätt zu gehen. Man muss natürlich auch bedenken, dass man heutzutage durch Bologna ja gerne auch ein Studium aussucht mit einer direkten Berufswahl. Und das ist in der Theologie natürlich als Geisteswissenschaft nicht sofort gegeben. Aber die Theologie ermöglicht einem einfach auch, in neuen Perspektiven zu denken und sich natürlich auch an der Forschung und am universitären Leben gut beteiligen zu können. Und auch Bologna damit auch ein bisschen nicht zu umgehen, aber vielleicht im richtigen Sinne umsetzen zu können. Denn Universität bedeutet ja auch, mit an der Forschung beteiligt zu sein als Student. Sie haben ein paar Klischees schon anklingen lassen, die es da gibt über das Theologiestudium. Also das allererste ist natürlich, dass es in gewisser Weise weltfremd wäre. Deshalb meine Frage, wie viel Praxis ist jetzt da dabei und was kann man damit anfangen? Das ist eine Frage, die häufig gestellt wird. Weltfremd finde ich jetzt ein bisschen ein drastisches Wort. Also es ist eine Geisteswissenschaft, genauso wie Philosophie oder Geschichte auch. Und ja, man geht in dieses Studium vielleicht auch mit anderen Gedanken hinein. Man studiert es für sich aus eigenem Interesse und man erkennt vielleicht auch während dem Studium erst seine eigentlichen Fähigkeiten, die man entwickelt und man lernt neue Standpunkte kennen. Und das ist eben auch dieses Schöne am Studium. Und ich würde es auch nie als weltfremd bezeichnen, weil wir haben zum Beispiel die Sozialethik, einen wichtigen Bereich in der Theologie, die sich eben genau mit allem anderen als weltfremden Dingen beschäftigt, nämlich mit Gesellschaftsaufbau, Gesellschaftssystemen und auch mit der Wirtschaft. Und sie ist ja auch öffentlich präsent. Und deswegen ist weltfremd auch so ein Klischee, was keines sein sollte. Der falsche Ausdruck. Sie haben ein paar Teilbereiche jetzt schon angesprochen. Was hat Ihnen denn am besten am Studium gefallen? Also das Studium allgemein ist sehr interessant. Man lernt verschiedene Fächer kennen, man lernt auch neue Blickwinkel kennen und am Anfang ist alles natürlich erst spannend. Bei mir hat sich nach geraumer Zeit dann der Schwerpunkt auf Kirchengeschichte und Kirchenrecht hinentwickelt und ich habe dann auch meine Diplomarbeit versucht mit beiden Fächern zu kombinieren. Dabei durfte ich dann auch noch eine ganz andere Welt kennenlernen, nämlich die der Archivarbeit. Also ich habe dann auch gewisse Zeit in dem Archiv von Krakau und Wien verbracht und durfte dann auch ganz alte Dokumente in den Händen halten und die dann später analysieren. Und die Zeit, die möchte ich auch um nichts missen. Ich kann es Ihnen nicht ersparen, ich muss mit dem nächsten Klischee weitermachen. Man sagt ja auch immer, also wenn man Theologie studiert, dann wird man zwangsläufig Pfarrer danach oder Priester danach. Jetzt haben Sie als junge Frau das Theologiestudium aufgenommen. Wie waren da so Ihre Erfahrungen? Also dahingehend, dass man sagen würde, okay, das studieren jetzt nur Männer, die Priester werden wollen. Ja, das ist tatsächlich wirklich ein Klischee. Wobei, ich würde es sogar fast eher als einen Trugschluss bezeichnen. Weil die Theologie ist ja ein universitäres Studium und somit auch kein Weihestudium. Das heißt, sie ist nicht nur für Priesteramtskandidaten offen, die ja nicht als Priesteramtskandidaten Theologie studieren, sondern erst einmal als normale Studenten. Und somit gehört sie auch, ist sie auch frei zugänglich für Frauen und für Männer, selbstverständlich auch, die dann als Laientheologen später aktiv sein möchten. Und ich als Frau habe mir jetzt eigentlich nicht wirklich Gedanken gemacht, warum ich das jetzt mache, beziehungsweise wenn Sie jetzt auf das Frauenpriestertum zu sprechen kommen wollen. Den Gedanken hatte ich gar nicht. Mhm. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Art so ein Dauerbrenner. Also das Frauenpriestertum, das ist so ein Thema, das wird fast schon mikrowellenartig aufgewärmt und man versucht das immer wieder einzubringen in die Diskussion. Aber eigentlich hat schon Papst Johannes Paul II. Dazu seinen Standpunkt geäußert und somit auch den der Lehre der Kirche. Sie schwärmen geradezu vom Studium, sind richtig begeistert. Sehe ich es richtig, dass wenn Sie jetzt jemand fragt, ob er Theologie studieren soll, dass Sie dann uneingeschränkt Ja sagen sollten oder würden Sie schon sagen, okay, prüf das und das mal, ob das das Richtige für dich ist? Weder noch. Also eine Studienentscheidung, die muss man persönlich fällen. Also ich werde niemandem zu dem Studium raten, werde auch nicht abraten. Also den Rat, den ich geben würde, ist, wenn du die Möglichkeit hast, schau es dir vielleicht vorher an. Rede mit Leuten, rede mit mehreren Studierenden, versuch vielleicht mal mit einem Professor zu reden. Und dann fälle eine persönliche Entscheidung, ob du dieses Studium wagen willst und ob du dich dem Abenteuer stellen möchtest.
bevor ich mit Ihnen ins Gespräch eingestiegen bin, habe ich einen Beitrag anmoderiert und da habe ich gesagt, dass die Eltern von Theologiestudenten vielleicht mal fragen, ja, was machst du denn nach dem Studium damit, außer Priester werden? Wie sieht es bei Ihnen aus? Also ich habe erst Jura studiert, 2 Semester, habe dann eben meinen Eltern irgendwann mal im Sommer verkündet, ja, das Jurastudium habe ich jetzt übrigens abgebrochen. Ich fange jetzt mit Theologie an. Meine Mutter hat sich sofort gefreut, mein Vater musste erst einmal ein bisschen schlucken, aber im Nachhinein haben sie gesehen, dass die Entscheidung die richtige war und das war auch wirklich eine Entscheidung, die ich getroffen habe. So soll es auch sein. Ich sage danke für das Gespräch, Frau Brustschak, ja. Danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben und natürlich jetzt alles Gute im Nachhinein. Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir sind gleich wieder zurück, machen eine ganz kurze Pause, also auf jeden Fall dranbleiben. Bis gleich.